Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Washingtonia Robusta. Ich habe dir ja schon mal ein Video gezeigt, wo ich die getrennt habe. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie die so aussehen. Ein paar haben sich richtig gut entwickelt. Aber wir haben auch hier welche dabei, die nicht so gut aussehen. Beziehungsweise eine. Hier kommt auf jeden Fall ein neuer Austrieb raus. Die hat sich bisher ganz gut gemacht. Dann haben wir hier eine, die ist etwas fraglich, aber sie ist noch grün in der Mitte. Austrieb. Dann haben wir hier die eine, ich weiß zwar jetzt nicht mehr, welche ich genau in den letzten Video getrennt habe, weil ich habe auch noch ein paar andere getrennt gehabt. Einmal die große. Und einmal die eine, wo ich das wirklich das Video gemacht habe. Die einzige, die nicht so gut aussieht, ist die hier. Da ist nichts mehr Grünes dabei. Aber wir werden die mal noch lassen und gucken. Vielleicht tut sich ja doch noch etwas. Auch hier, die sieht soweit ganz gut aus. Die hat jetzt auch hier neue ausgetrieben. Ist auch noch alles hier grün. Das Blatt wird halt jetzt ein bisschen leicht weg. Das war, glaube ich, eine von denen, die ich in dem Video mitgetrennt habe. Und ich glaube, hier die war das auch. Und die hier müsste das auch gewesen sein. Dann war hier einmal, das ist die eine, die habe ich auch getrennt, wo in der Mitte der große da war, der drinne dann schon hohl war. Den habe ich dann probiert, alles sauber abzutrennen. Auch die macht sich soweit ganz gut. Hier hat auch einen schönen grünen Trieb. Na klar, ist ein bisschen angeschlagen durch das Trennen, ne? Deswegen auch ein bisschen halt die leicht braunen Blätter. Auch die hier macht sich ganz gut. Die hat zwar auch ja erst ein bisschen rumgemuckt, aber hier, wie man sehen kann, ist ein komplett neuer Austrieb, der schön grün und saftig ist. Dann haben wir hier nochmal eine. Ich glaube, das war auch eine von denen zuletzt im getrennten Video. Auch die macht sich super. Hier sieht man auch neuer Austrieb, schön grün. Und auch hier noch einmal eine. Auch die macht sich super. Auch hier schöner grüner Austrieb. Ja, das so viel zu den Washingtonia Robustas, die ich getrennt habe. Also bisher muss ich sagen, bin ich soweit zufrieden mit denen drin. Hat soweit alles super geklappt. Man muss natürlich immer aufpassen. Es hat auch immer ein gewisses Risiko, dass die eingehen können, die eine oder andere. Aber das sollte man sich, wie gesagt, auch bewusst sein. Ja, so viel zu dem Update, wie die sich erstmal entwickelt haben. Das soll es auch schon gewesen sein. Bis bald zum nächsten Video.